Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf unserer Insel zusammen mit Sarah. Hallo Sarah, hallo Borstenmaul und Borstenmaul. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? Hallo Richie, hallo Borstenmaul, hallo YouTube. Hallo Sarah, hallo Richie. Ja, wie immer gut, gute Laune. Könnte die ganze Nacht durchzocken, hab richtig Bock. Geht's zu den Wildschweinen. Oh, habt ihr was zu essen? Ich habe 2 getrocknete Fleischstückchen. Nee, dann können wir jetzt am Gestell vorbeigehen, dann holen wir uns noch was. Eben. Oder ich mir auf jeden Fall noch was. Wunderbar. Ach, ihr seid ja viel weiter als ich. Klar, wo bist du denn? Wir haben am Strand noch ein Gestell, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe mir jetzt einfach was zu essen geholt. Von einem einfachen Gestell. Okay. Wieso kann ich das nur essen und nicht abnehmen? Das ist manchmal. Nur kurz draufklicken. Ah ja, alles klar, 2 Stücke sollten reichen. So, dann auf geht's. Auf in den Kampf der Borstenmaul naht. Holt eure Waffen raus. Warum? Ah, Kannibalen. Knochen. Eine große Gruppe für uns. Hey, die hauen ab. Ja, wir haben ihnen schon ein bisschen Respekt beigebracht jetzt mittlerweile. Die sind abgehauen. Die holen ihren großen Bruder. Siehst du, da kommen sie schon wieder angerannt. Keine Chance. Ah, wir wollten jagen. Komm, wir gehen jagen, oder? Lassen wir uns mal. Die wollen uns nur wieder ablenken von dem, was wir vorhaben. Die kommen doch sowieso nicht hier rüber. Ich hüpfe wie ein Reh. Oder wie heißt das hier mit dem langen Rüssel und den dicken Beinen? Das heißt Lama. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Hier ist was drin. Oh, Stöcke. Weiß nur nicht, was hier drin ist. Ja, die Stöcke hier, die wollten wir, glaube ich, für die Fallen hier lassen, oder? Ja, ja, jetzt habe ich sie eingepackt. Da kommt eh nichts mehr im Moment. Richie, Stöcke. Ich folge euch. Ich weiß ja nicht, wohin. Ich habe es vergessen. Ach so, ja. Hier weiter. Jawohl. Borstenmaul, du kennst den Platz schon. Du hast, da sieht man, wer unsere Folgen aufmerksam verfolgt. Oder hast du die Singleplayer-Folgen gesehen? Da kam ich ja von der anderen Seite dran. Bin ich auch Reh? Wo? Wo? Ach ja, so. Ich bin jetzt noch nicht so weit weg. Ja, ja, das ist weit weg. Naja, dann. Hast du es? Hab's. Weiter geht im Text. Hast du Fell und Fleisch und Rehhorn mitgenommen? Habe ich. Wow, die Maus. Kennt ihr meine Maus schon? Die macht sich manchmal selbstständig. Ich glaube, die kenne ich schon seit 3 Jahren. Ja, so, ja. Kommt hin. Leguan. Ah, der ist weg. Ja, Borstenmaul, hier in der Nähe, gleich auf dem Weg dorthin, könnte man noch ein Tier entdecken, das man so auch... Was man Waschbär nennt. Okay, du kennst ja die Folgen, okay. Waschbären. Egal, wer es jagt, Hauptsache, wir kriegen die Felle. Ja. Die heute die Felle des Fleisch, naja, das Fleisch, na gut. Hast du? Ich habe noch keinen gesehen. Pascal. Die sind auch selten. Ja. Blaubeeren. Leguan. Buntwaran, sage ich immer. Irgendwo stand das mal auf irgendeiner Wiki-Seite, dass das eigentlich Buntwarane sind.
Oh, da war diesmal gar keiner. Oder? Gar kein Waschbär? Habt ihr einen gesehen? Nee. Postmaul? Nein, hier am Dings ist nichts. Ich guck gerade nochmal. Aber ich habe euch gerade ein bisschen aus den Augen verloren. Den Hügel hoch einfach. Die Büsche tragen gar keine Früchte heute. Sehe ich das richtig? Ach da, alles klar, hab euch wieder. Hier haben wir doch sonst immer schöne Früchte dran. Nichts. Hier sind schöne Früchte. Ach, du hast welche? Ja, da sind Blaubeerensträucher gewesen. Ach so, ja, Blaubeeren. Ich habe hier auch irgendwas, aber ich weiß nicht, was das ist. Ah, Moment. Ja, da hast du Glück. Bei mir ist nichts dran. Mein Beutel ist voll. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, essbar. Mhm. Habe ich gehört. Yummy, yummy. Wahrscheinlich Himbeeren, Brombeeren. Der ist so wuselig. Der Hase. Ihr wisst schon, wer kann das mitnehmen hier noch? Dass wir da... So, Seilrutsche. Sind wir alle da? Komme, warte. Hatte gerade Geronimo! Jo, Seilrutsche bitte nur einmal drücken. Ich bin da schon mal runtergestürzt. Also hier nicht, aber... Hey, so macht ihr das. Also nicht während des Fluges loslassen, dann könnte man abstürzen. Vor die Wand. Ja, Schildkrötenpanzer, da werden wir sie alle los. Jawohl. Oh, es greift mich an. Eins nur? Da ist noch eins. Hinter dir, Sarah. Das darf uns nicht entkommen. Ich scheuche es zu dir. Borstenmaul, hinter dir. Es läuft direkt auf dich zu. Oh. Hey, wo ist es hin? Ja, es ist erledigt. Okay, da müsste aber noch ein drittes sein, oder? Wir sind ja auch zu dritt. Bei den Schildkröten hat es geklappt. Da sind immer mehr Schildkröten. Also mehr Schildkröten, aber auch mehr Schildkröten, wenn ihr wisst, was ich meine. Kann noch bitte jemand Fleisch nehmen? Hier, Moment. Wir haben hier gar nichts zum Aufhängen hingestellt. Das ist unten, das Gestell. Ah, ich weiß noch, ja. Ja, hier unterhalb, glaube ich, ne? Ja. Wo ist das Fleisch? Habt ihr schon das Fleisch? Ja. Habt ihr es aufgehängt hier unten? Aufgehangen? Nein, ich habe noch nichts aufgehangen. Das ist alles schwarz hier unten. Aber essbar noch, oder? Naja, salzig wahrscheinlich. So, was konnte ich mit dem Wildschweinbeutel bauen? Mit dem Wildschweinfell? Ich, eine Sperrtasche wollte ich bauen. Ganz egoistisch. Dann habe ich nämlich alle Waffen, Taschen, die es gibt. Deswegen wollte ich unbedingt auf Wildschweinjagd. Aber hast du denn Wildschweinfelle bekommen? Nein. Nee, dann würde ich die dir jetzt geben. Jo, wenn du möchtest. Aber wir können alle was damit anfangen. Wir können uns ja alle so eine Sperrtasche zum einen bauen und zum anderen auch diese Wärmeschutzkleidung. Warum hacke ich den Baum? Der hat jetzt uns nichts getan hier. War es das mit dem Wildschwein, oder? Ich fürchte ja. Es gab nur zwei. Ich hätte gehofft, dass es wir drei bekommen. Bitteschön. Oh, danke schön. Ach, so ein kleines Ding? Ein Windschweinleder habe ich bekommen. Eins. Leder? Windschwein. Möchtest du Echsenhaut dafür? Ja, wäre nicht schlecht. Ich guck mal, wie viel hier drauf geht auf so ein Tablett. Machen wir doch mal alles drauf. Ne, geht nur eins drauf immer, ne? Ja. Wo bist denn du? Hier. Kuckuck. Hallo. Länger gedrückt halten. Dankeschön. Und noch mehr Echsenhaut. Ach, ich habe ja immer noch Wildschweinfell. Brauchst du noch eins? Ja.
Das habe ich nämlich nicht gewusst. Ich dachte, Ich dachte auch, man könnte mehr drauflegen, aber geht immer nur eins. Dann sollst du noch eins bekommen. Ja, das dauert aber lange. Ach so. Jawohl. Noch mehr Echsenhaut. Rehfell, Echsenhaut. Bitte? Was kann ich denn damit noch bauen? Neues Tier entdeckt, aber was für eins? Bei mir wird noch gar nicht angezeigt, was ich bauen kann damit. Ach. Echsenhaut. Wahrscheinlich noch. Echsenhaut kannst du kombinieren mit Blättern. Ach so, alles klar. Dann bekommst du eine Tarnrüstung zum Beispiel. Ja, ja. Alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Möchtest du noch mehr Echsenhaut? Jawohl. Ja, warte mal, wie weit ich komme damit. Ist er schon fertig? So, ich komme auch mal hoch. Tragen, tragen, wunderbar. Ja, hast du deinen Wasserbeutel schon? Mein Wasserbeutel habe ich schon, danke Richie. Gut, und Sarah, hast du deinen Köcher schon? Nein, habe ich noch nicht. Du brauchst Hasenfelle dafür. Mhm. Wunderbar. Oh, hier, Vogel. Ach so, erstmal Stücke. Möchte keiner mehr Echsenhaut? Ja, warte, ich komme, Richie. Ich komme. Fürchte dich nicht, ich bin schon bei dir. Wunderbar, danke dir. Noch mehr? Ja, eins vielleicht noch, ich weiß nicht. Drei müsste ich tragen, glaube ich. Nee, warte mal, eine Beine vielleicht noch. Ja, ja, ich nehme noch mal eins. Oder wird ich kein Wildschwein mehr. Nee, ich glaube, wir können zurück. Die Schatten werden auch schon wieder länger. Ja, das kann ich auch in Sicherheit bauen. Ich würde sagen, ab zurück war erfolgreich. Ja. Zwei Wildschweine, ein Reh. Gehen wir am Wasser entlang. Wie du möchtest. Ja, mal wird einen anderen Weg nehmen. Hier sind Kaninchen, aber die sind nicht schnell. Ah, nee, warte, weil hier unten am Wasser waren doch, glaube ich, mich erinnern zu können, ganz hier sind Möppels. Und ich bin nicht sicher, ob man hier vorbeikommt. Es hat, glaube ich, schon einen Grund, dass wir immer den einen Weg genommen haben. Ja. Aber ich kann sie jetzt nicht sehen, aber da waren fiese Möppels, so Fleischklöpse und sowas. Aha. Ist auch mal lustig. Ein bisschen Action. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob man da so an den Klippen so vorbeikommt. Das könnte sein, dass wir da irgendwie dann nachher am Berg stehen und nicht weiterkommen. Okay. Sind das Steine oder Kaninchensteine? Kaninchen wären nicht schlecht, aber wir haben ja auch noch ein paar im Lager. Ein Rehfell klaue ich mir gleich noch. Ah nee, was braucht die für einen Pfeilköcher? Rehfell, ne? Oder Kaninchenfell? Weiß ich jetzt gar nicht. Guten Tag. Guten Tag, wer hat denn das gesagt? Wo bist denn du, mein Gutster? Beinahe abgestürzt. Aha. Ich war auf dem absteigenden Ast. Oha, komm da schnell wieder runter. Säge nicht ab. Ne, in der Nacht hier jagen, das hat nicht so viel Sinn jetzt. Und die Energy geht wieder runter. Sarah, bist du in Sicherheit? Wo bist du? Ich bin hier hinter euch. Alles Vorsicht, klar. Fallt da die Klippe nicht runter. Nehmt lieber den Hügelweg. Es war ein Reh jetzt, aber nein, mache ich nicht. Zu dunkel. Wunderbar.
Es ist dunkel. Jetzt wird's richtig dunkel. Ah, da seid ihr ja. Oh je. Was war das? Was war das? Ich war das. Ich wäre fast vom Hocker gefallen. Ich dachte, hier wäre schon wieder was Neues. Und ich stürze ab. Oh je. Nicht abstürzen. Ja, ich bin schon abgestürzt. Danke. Lebst du noch? Ja, ja, noch. Dafür habe ich mich vergiftet. Ich habe doch 3 gedrückt hier für meinen Beutel. Ich esse die nicht. Ja, ich sammle die schön in den Beutel, dann kann man nachher schön vergiftete Pfeile machen. Können wir hinten auf einer kleinen Insel so eine... Oh, ihr geht weiter, oder? Nee. So eine Giftinsel machen, wo nur Giftpflanzen angepflanzt werden. Ach, das geht hier mit dem Sammeln nicht immer so gut. Da kann ich aber viele von einsammeln. Ich habe doch schon so viele gehabt. Weiter? Oder sammelt ihr? Ja, bitte. Mhm. Weiter. Hab ich mich gerade. Mama mia. Zu welchem müssen wir? Da lang. Alles klar. Ja, komm. Ich sehe gerade gar nichts. Ich laufe immer dem Hasen nach. Oh, hoppla. Oh. Ach, hier ist die Hasen wieder. Jawohl, gleich die Heimat geschafft. Hauptsache, die lauern nicht auf uns schon da unten und warten auf uns. Nee, ich glaube, die wissen gar nicht. Wenn man sich bewegt und so schnell rennt, ich glaube, die wissen dann gar nicht, wo wir sind. Die suchen uns auch, glaube ich, nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Also wenn man nicht gerade ihren Pfad kreuzt, dann sollten sie nicht kommen. Eine Angel kann man nicht bauen, oder? Auch nicht untergekommen. Ein Speer. Ja, nicht. Für die Fische. Mhm. Ist dir noch ein Baum im Wasser? Nein, kein Baum im Wasser. Das wird kalt. Ich glaube, du hast Flipper vergiftet mit dem verdorbenen Fleisch. Ich glaube, ich hoffe. Wieso hänge ich jetzt feste? Wunderbar, das haben wir geschafft. Ohne größere Zwischenfälle. Ich bin stolz auf uns. Was ist das denn jetzt? Hä? Wie, Moment. Oh nein. Oder doch? Fertig. Warum kann man hier Blätter reinhängen? Da kann man gar keine Rüstungsteile dranhängen. So, dann sollten wir, glaube ich, genug Fälle jetzt für alles Mögliche haben, oder? Dann, ja. Dann können wir ja zum Abschluss der Folge das vielleicht noch schnell zusammenbauen oder in der nächsten Folge dann. Ich bräuchte noch ein Hasenfell. Mhm. Einen. Warum habt ihr Eidechsen hier hingehangen? Das könnt ihr doch hier drinnen machen. An die Gestelle, das ist doch wie ein Schutzanzug irgendwie. Ich habe alles dahin gehängt. Ich weiß es nicht. Und jetzt vergifte ich noch ein bisschen unseren Fisch. Was denn? Nix für mich dabei. Ich brauche ein Hasenfell. Oh. Ich habe versucht, den Hasen zu kriegen, habe ich aber leider. Ich habe eins, Sarah, warte bitte. Ich gebe es dir.
einen Hafen können. Bitteschön. Dankeschön. Wie viele braucht man denn? Ach, ein Seil. Okay. Hast du kein Seil? Doch, habe ich. Ich hätte auch ein Seil im Angebot. Ach, kann man die nicht kombinieren? Den Köcher mit... Richie. Köcher kann man den Köcher kombinieren oder nicht? Sollte man womit kombinieren? Oder ist das einfach jetzt, ich kann mehr Pfeile nehmen? Du kannst mehr Pfeile nehmen jetzt, ja. Okay. Das sollte doch jetzt klappen, meine ich. Ich wollte die Feder. So, Fleischgestell. Drei Seile braucht man. Och. Das ist aber so eine Sperrtasche, ist ja auch ganz schön teuer, oder? In der Herstellung. Möchte die jemand haben? Nö, ich leg nur Wert auf den Köcher. Kann ich erstmal leider auch nicht nicht abgeben. Also hätte ich Nee, alles erstmal. Alles gut. Das ist ja jetzt nicht alles so. Was ist das denn? Das ist Schild? Ach nee, Exoder, was ist das? Komisch. So, nochmal, der Pfeilköcher war wie viele Felle? Und welche Sorte? Rehfelle kann das sein. Rehfelle 2 und ein Seil und vielleicht etwas Stoff. Nee, Pfeilköcher, nein. Hase. Hase, also. Das heißt, wir müssen noch auf Hasenjagd gehen irgendwann mal. Ich denke, in der nächsten Folge dann, damit wir alle gut ausgerüstet sind, oder? Ja. Das ist kein Hase, das ist Reh. Das kann ich nicht definieren. Schildkröte? Warum ist denn das eine Schildkröte? Kann man Schildkrötenpanzer auch aufhängen mittlerweile? Aufhängen wüsste ich nicht. Ja, weil hier doch ein Schildkrötenpanzer drin hängt. Meine ich. Auf dem letzten Gestell hier, wo ich stehe. Das etwas Ding da. Ja, das sind Eidechsen, Leguan. Aha. Eidechsen brauchen wir gar nicht, sagtest du, ja? Und Waschbär. Sah ein bisschen komisch aus gerade. Oh gut, wir können schlafen. Endlich und dann ist auch die Folge wieder vorbei. Richtig. Jo. Ach, da kann man schlafen. So, falsch anvisiert. So, erst schlafen alle zusammen? Jo. So, bin drin. Alles klar. Diesmal speichere ich auf Slot 2 wieder, haben wir gerade gemacht in einer der letzten Folgen, aber ich überschreibe das nochmal, oder? Ja, ist ja nichts, ist ja alles gut gewesen. Ja. Mehr als gut, hat doch prima geklappt, wunderbar. So, dann geht's also in der nächsten Folge, wenn ihr damit einverstanden seid, auf Hasenjagd. Ja. Würde ich sagen, ja. Schön, dann bedanken wir uns. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.